ein neuer Tag und heute geht's ins Konrad-Adenauer-Haus. Da gibt es eine kleine Ausstellung und zu jeder vollen Stunde gibt es auch eine Führung, wie früher der Konrad Adenauer da gewohnt hat. Wir sind gespannt und nehmen euch natürlich mit. Bis gleich. Für genau 0 Euro darf ich das Konrad-Adenauer-Museum betreten. 2017 wurde dies neu gestaltet und bietet nun die Dauerausstellung Konrad Adenauer von 1876 bis 1967, die sich über 2 Etagen erstreckt. Zahlreiche Dokumente und Exponate, Film- und Bildsequenzen sowie Multimedia-Stationen führen mich durch Adenauers Leben. Texttafeln erläutern den historischen Kontext der Zeit und lassen Adenauer in Zitaten selbst zu Wort kommen. Die Ausstellung zeigt den Politiker und Staatsmann, aber auch den privaten Adenauer, wie etwa den Familienvater, Tüftler und Erfinder. Dann beginnt die Führung zum Wohnhaus Adenauers. Vom Museum aus geht es durch den Park nach oben. Im Pavillon befindet sich eine Bibliothek und Schreibtisch. An diesem verfasste Adenauer in seinen letzten Lebensjahren 3 Bände seiner Erinnerungen sowie die Fragmente des 4. und letzten Bandes. Ja, und wie es sich gehört, noch kurz die Schuhe abgestreift und heißt es willkommen bei Herrn Adenauer. Übrigens konnten die ersten Besucher bereits 1970 in kleinen Gruppen durch Adenauers Rosengarten und einige Räume des Hauses geführt werden. Während der Führung wird mir das großzügige Erdgeschoss des Wohnhauses gezeigt. Die Einrichtung des Hauses ist seit Adenauers Tod nahezu unverändert geblieben. Die Möbel stammen größtenteils aus der Oberbürgermeisterzeit. An das Wohnzimmer schließen an der Südseite des Hauses das Esszimmer und die vom Adenauer sogenannte Kajüte an. Ursprünglich eine Terrasse, die später überdacht und in das Haus einbezogen wurde. Im ersten Stock des Hauses, für mich und andere Besucher nur von außen einzusehen, befindet sich das Arbeitszimmer und daneben das Schlafzimmer, in dem Adenauer am 19. April 1967 verstarb. Nach circa einer Stunde endet die Führung wieder im Freien. Wer sich für Geschichte und speziell für den ehemaligen Bundeskanzler Konrad Adenauer interessiert, dem kann ich diesen Ausflug nur empfehlen. Das war's für dieses Mal. Wenn dir dieses Video und mein Kanal gefallen, dann klick doch einfach auf den Abo-Button und hinterlass ein Like. Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß auf YouTube. Wenn du magst, bis zum nächsten Mal bei Max unterwegs.